Am 3. August 1943 ist es wieder soweit. Der zweite Russland-Einsatz beginnt. Mit dem Zug fahren wir wieder an die Front nach Russland. Durch Deutschland winken die Leute uns wieder wie mutmachend oder abschiednehmend zu. Wir fahren über Sagan, Warschau, Lufain, Fasto, Konotop, Staniskaja und so weiter. Am 13. August dann ausladen bei Kaladasch. Am 14. August sind wir schon im Einsatz bei Achtyrka, 300 Kilometer östlich von Kiew. Es gibt heftige Artillerieangriffe und, so steht es in meinem Tagebuch unter dem 15. August, eine sengende Hitze brütet am heutigen Sonntag über uns, wir haben nichts zu trinken. Schon etwas später wissen wir nicht mehr, ob Sonntag, Freitag oder Mittwoch ist. Wir sind in der fruchtbaren und tiefgründigen Ukraine. Es gibt riesige Sonnenblumen, Hirse und Getreidefelder. Am Abend graben wir Stellung in einem Haferfeld. Nicht ein einziges kleines Steinchen finden wir dabei und müssen nicht aufgraben, obwohl wir mannestief stechen. Noch in der gleichen Nacht kommen die Russen im Hafer herangekrochen und werfen Handgranaten auf unsere Stellung. Wir schießen mit dem Maschinengewehr blindlings in den Hafer hinein. Am nächsten Abend bekommen wir etwa 10 Sensen und müssen Hafer abmähen. Unsere Maschinengewehre sichern uns dabei durch immer wieder abgegebene Salven. Die meisten von uns hatten noch keine Sense in der Hand gehabt. Ab und zu lag ein toter Russe im Hafer. 7 Russen haben wir mit der gesamten Ausrüstung gefangen genommen, steht in einer Notiz. Wir müssen dann Stellung außerhalb eines unweit liegenden Sonnenblumenfeldes bauen. Wie immer finden wir im Humus kein einziges Steinchen. Ein Angriff der Russen wird erwartet. Tatsächlich kommen russische Panzer gekrochen und meine Kameraden verziehen sich ins Sonnenblumenfeld. Nur ich und mein Stellungskumpan mussten da bleiben, weil unser Kompaniechef direkt neben uns war. Als die Panzer schließlich noch näher kamen, versuchten wir beide auch zu türmen. Da sprang der Kompaniechef aber zu uns her, zog die Pistole, packte zuerst mich seitlich am Hals mit etwa 3 Fingern, anschließend meinen Kumpel. Die Befehle geben immer noch er. Auf einmal schoss unser Pack und schon brannte ein Panzer. Die Besatzung sprang so schnell heraus, als würde ein Mäusennest ausgehoben. Auf einem anderen Panzer schlug eine Granate auf, prallte senkrecht, wie ein Propeller sich drehend, circa 15 Meter hoch und fiel, sich immer noch drehend, zu Boden. Sowas konnte man nur einmal sehen. Die Panzer zogen sich zurück und unsere Mannschaft war wieder vollzählig, als sei nichts gewesen in den Löchern. In einem Feldpostbrief, den ich immer noch habe, schreibe ich unter anderem zu dieser Zeit nach Hause: Wir liegen in einem Sonnenblumenfeld, bekommen täglich ein Viertel von Butter, Wurst, 2 bis 4 Eier, 2 Tafeln Schokolade, eine Stange Pfefferminzdrops, warmes Mittagessen, Bohnenkaffee, jeden zweiten Tag etwas Schnaps oder Apfelsaft. Das war so nur für die Heimat gedacht. Wir sind verstaubt, sehen aus wie junge Teufel. Wir hatten aber auch Zeiten, wo wir erst nach 2, einmal sogar nach 3 Tagen erst wieder Verpflegung bekamen. So etwas schrieb man natürlich nicht nach Hause, damit sich niemand Sorgen machte. Das Schlimmste war der Durst. Mit dem Kochgeschirrdeckel haben wir am frühen Morgen den Tau von den Sonnenblumenblättern abgeschüttelt und aufgefangen. Bis man da einen Esslöffel voll zusammenbrachte, das hat gedauert. Und das hat vielleicht geschmeckt, ganz anders als Wasser. Einmal waren wir dann auf Horchposten, zu zweit etwa 150 Meter vor unseren Stellungen. In der Nacht bewegte sich auf einmal etwas vor uns, steht dann wieder und bewegt sich weiter. Man kann nicht einfach drauf schießen und auch nicht zurücklaufen und sagen, da ist was. Nach einer halben Stunde intensiver Nervenanspannung und Konzentration atmen wir erleichtert auf. Es war ein Pferd, ein grasendes Pferd. Wir erleben dann noch mehr Panzerangriffe hin und her, Stukas kommen, Luftkämpfe, Artillerie und vieles mehr. Am 18. August 1943 beginnt unsererseits eine Offensive. Am Vorabend erhalten wir Verpflegung, unter anderem auch Eierlikör. Einige meiner Kameraden mochten diesen nicht, und weil ich als damaliger Nichtraucher meine Zigaretten immer herschenkte, bekam ich einen 3/4 Liter Eierlikör zusammen. Er soff sich so schön sämig und ich hatte so den größten Rausch meines Lebens. Frühmorgens, erschien schon die Sonne, stand dann ein Sanitäter vor mir. Ich bekam, also ich weiß auch nicht mehr was, aber irgendwie kam ich doch zu mir.
Unsere Stukas flogen schon Angriffe und warfen Bomben. Die Artillerie schoss zuerst eine Zeit Trommelfeuer und dann zogen wir mit Panzerbegleitung los. Wir konnten so ohne Widerstand wenigstens vorläufig nachrücken. Wir sahen zerbombte, zerfetzte Panzer, brennend und rauchend. Tote Russen hingen zum Teil halb aus dem Panzer, andere lagen daneben. Ich weiß nicht, ob alle schon tot waren. Zerfetzte Geschütze, Zugmaschinen und immer wieder Tote. Aus einem Wäldchen heraus erhielten wir den ersten Widerstand. Russen schossen heraus. Das Wäldchen wurde umstellt und zwei freiwillige Weißrussen, die bewaffnet mit uns zogen, mussten dann laut rufen, dass sie sich ergeben sollten, sonst. Die Russen kamen tatsächlich mit erhobenen Händen heraus und ergaben sich. Dann ging es gleich weiter. Gegen Mittag, es war sehr heiß, kamen wir auf ein großes Gerstenfeld. Die Gerste war mit dem Bindemäher geschnitten und die Gerstenweibchen waren wie damals bei uns zu Hause schön aufgestellt. Die Rast dauerte etwa 10 Minuten. Nachdem wir etwa 100 Meter weitergezogen waren, schossen auf einmal Russen, die unter den Gerstenweibchen versteckt waren, hinter uns her. Ein Panzer fuhr zurück und nahm die Schützen ins Visier. 4 Russen kamen aus dem Versteck, wo wir gerade Rast gemacht hatten. Der Kompaniechef beauftragte die beiden Weißrussen, die 4 Gefangenen ein Stück zurückzubringen. Die beiden Weißrussen waren aber verhältnismäßig schnell wieder da, so als ob sie was versäumen würden. Nicht dem Kompaniechef, aber uns deuteten sie dann an, sie hätten die Gefangenen erschossen. Falsche Brüder waren die beiden auf jeden Fall. Erschossen oder laufen lassen. Beides ist möglich. In der Augusthitze ging es weiter mit Panzern und Kettenfahrzeugen. Eine Rollbahn, eine wichtige Nachschublinie der Russen, sollte in der Nähe sein. Am späten Nachmittag kamen wir bis an eine größere, mächtige Fabrik mit wuchtigen hohen Schornsteinen heran. Alles, auch das Gebäude, war aus roten Ziegelstein gemauert. Wir waren höchstens 150 Meter davon entfernt, als russische Tiefflieger kamen und mit Bordwaffen auf uns schossen. Die Geschosse explodieren beim Aufschlag neben uns und wir hatten 1 oder 2 Verwundete. Wir mussten daher weg vom freien Gelände und uns unter Büschen und Bäumen verstecken. Die Panzer waren zu diesem Zeitpunkt aus irgendeinem Grund weiter rechts von uns eingesetzt worden. Die Tiefflieger kamen ein paar Mal und der Tag war damit gelaufen. Wir werden an diesem Tag etwa 15 Kilometer vorgestoßen sein. Der nächste Morgen begann dann harmlos. Ein paar Schießereien hin und her. Es war wieder sehr heiß. In einem etwa 1 Kilometer hinter uns liegenden Dorf sollte Trinkwasser geholt werden. Wir sind dann zu zweit, an jedem Finger so ungefähr 1 Feldflasche, jede Deckung ausnützend, in das Dorf zurück. Dort waren ein paar ältere Russen und wir deuteten an, was wir wollten. Wir bekamen Wasser, ließen die Russen vorsichtshalber zuerst trinken, füllten unsere Feldflaschen und machten uns auf den Rückweg. Da erlebten wir eine böse Überraschung. Wir wären den russischen Truppen beinahe in die Hände gelaufen. Sie kamen von einer Seite, von der wir sie gar nicht erwartet hätten. Nach einigem Durcheinander kommen wir dann erst nachts gegen 23 Uhr wieder zu unserer Kompanie. 23. August 1943. Die Artillerie schießt, die Russen greifen mit Panzern an, überholen uns. Wir werden total zersprengt. Einige Kilometer zurück werden wir aufgefangen. Es sind mir unbekannte Offiziere da, die schnappen sich jeweils ein paar Mann, wo einer den anderen nicht kennt. Es war schon finster und jeder von uns bekam einen Platz zugeteilt, mit dem Auftrag, ein Loch zu graben. Etwa 75 Meter weit auseinander und zwar jeder als Einzelposten. Das war noch nie da und hätte mir beinahe das Leben gekostet. Wie die anderen auch, grub ich ein längliches, nur 40 cm tiefes Loch. Es kam noch gute Verpflegung und wir vereinbarten abwechselnd jeweils 4-stündig zu wachen und schlafen. Kurz und gut, ich habe die ganze Nacht durchgeschlafen. Im Morgengrauen werde ich wach und es stehen schon 40 bis 50 Meter vor mir russische Panzer, die schießen und dann langsam näher kommen. Ich konnte nicht mehr weg. Auf der Seite im Loch liegend hob ich den Kopf ein wenig und beobachtete, wie ein Panzer direkt auf mein Loch zufuhr. 1 Meter neben meiner missglichen Lage hält er schließlich an. Mir stockt der Atem. Ich spüre die Motorenhitze und glaubte, dies sei meine letzte Stunde. Der Panzer fängt zu schießen an, so dass mein Erdloch wackelte.
Nach etwa 2 Minuten fuhr er weiter und ich bin dann sofort im toten Sichtwinkel des Panzers heraus zum nächsten Schützenloch gelaufen. Das war leer und ich bin sofort weiter in ein Maisfeld hineingerannt. Da sprangen 8 oder 10 Mann auf, die dachten, ich sei ein Russe, und ich erschrak genauso, weil ich das Gleiche dachte. War ich froh, dass ich wieder Anschluss hatte. Es gab dann ein kurzes Wortgefecht, weil mein Kumpel mich nicht geweckt hatte. Die Panzer waren schon weiter westwärts und russische Infanterie kam bereits nach. Im Schutz des Maisfeldes zogen wir auf ein Wäldchen zu. Ein Feldwebel, der Dienstgrad höchste, zog einen Kompass und wir brachen Richtung Westen auf. Von den anderen Offizieren sahen wir keinen mehr. Und da passiert es auch schon. Ich weiß bis heute nicht, ob es die Stalin-Orgel oder unsere eigenen Do-Werfer waren. Wir bekamen aber einen ganzen Teppich von Granateinschlägen. Halb betäubt springe ich auf, laufe ziel- und planlos einige Meter und bemerke, dass ich im Stiefel eine warme Flüssigkeit habe. Ich hatte 2 Granatsplitter zwischen Schien- und Wadenbein erhalten. Es hat die meisten von uns erwischt, am schlimmsten aber diesen Feldwebel. Ein Arm war fast ab. Wir halfen uns gegenseitig, so gut wir konnten, und erwischten zum Glück eine Zugmaschine der Pack. Ich konnte anfangs noch ein wenig, später aber nicht mehr laufen. Die Zugmaschine brachte uns zurück zum Hauptverbandsplatz nach Achtyrka. In der Nacht kamen russische Kleinflieger und warfen gezielt nur über dem Hauptverbandsplatz Kleinbomben ab. So bekam ich nochmals 2 Splitter ins Gesäß, die dort gleich herausoperiert wurden. Am frühen Morgen kamen wir mit etwa 18 bis 20 Mann auf einen LKW und sollten weiter zurückgebracht werden. Die Brücken waren aber alle gesprengt und erst nach verschiedenen Anläufen kamen wir aus Atyrka heraus. Kaum auf der Rollbahn war schon ein russischer Tiefflieger über uns und schoss. Unser LKW-Fahrer machte eine Vollbremsung so, dass wir Verwundeten alle durcheinander flogen. Schnell ging es dann weiter und wir kamen auf ein größeres Haferfeld. Daneben, am Waldrand, hieß es absteigen und herunter vom LKW. Auf einmal kam eine U-Transportmaschine und landete. Die Haferweibchen wurden für eine Rollbahn beiseite geräumt und alles vororganisiert. Munition, Maschinengewehre und dergleichen wurden ausgeladen. Wir standen ca. 30 Meter weit weg, schauten zu und wussten immer noch nicht, wie es mit uns weitergeht. Doch plötzlich hieß es, wir müssen da einsteigen. War das eine Freude. Der Pilot der U war ein Deutscher. Weiter waren noch 4 Mongolen-Russen als Flugbegleiter dabei. Die 4 halfen uns. Ein Teil musste ja getragen werden. Es ging alles sehr schnell und selbstverständlich, alles war auf seinem Platz und ab ging es. Insgesamt waren wir 25 Mann. Zuerst ging es im Tiefflug über Wälder, Landschaft und Dörfer, wahrscheinlich wegen der russischen Tiefflieger. Später flogen wir dann höher. Beim Landeanflug stand dann die Welt schief. Die 4 Mongolen halfen uns wieder beim Ausladen. Es war großartig. Wir kamen dann irgendwie in einen Lazarettzug. In Kiew angekommen, schaue ich aus dem stehenden Zug beim Fenster hinaus und sehe draußen plötzlich den Schmiedeler aus Bernau stehen. Wir haben uns eine Weile unterhalten, aber jeder hatte ja seinen Platz und wir haben uns wieder verloren. Seinen Arm hatte er damals noch, aber er hatte auch eine Verwundung. Am 27. August 1943 sind wir etwa eine Woche in Lemberg, am 3. September im Lazarett in Schieradz, Polen. Am 17. September wurde ich aus dem Lazarett entlassen und erhielt sofort Urlaub. November erhalte ich letztmals Arbeitsurlaub. Kurz vor dessen Ablauf erhalte ich ein Telegramm. Sofort zurück zur Truppe. Ich fahre natürlich mit dem Schnellzug und denke mir nichts dabei. Im Zug kommt die Wehrmachtskontrolle, 2 Windbeutel, die mich trotz Vorlage des Telegramms aufschreiben. Ich hätte dadurch noch kein Recht, mit dem D-Zug zu fahren. Ich bräuchte noch einen Stempel, aber das müsste man erstmal wissen. Mich hat es schon geärgert, weil ich kurz vor der Beförderung stand. Meinem Kompaniechef habe ich das dann vorgebracht und er fand es auch ungerecht. Er tröstete mich und sagte, ich bekäme nur noch einen Verweis, wodurch die Beförderung eben ein paar Wochen später stattfand. Im Winter blieb ich bei der Marschkompanie. Eines Tages kam ein Offizier, der, ich weiß nicht mehr wie viel Mann, zur Bewachung des Führerhauptquartiers in Russland bräuchte. Der Offizier ging durch die Reihen, jeden einzelnen scharf musternd. Jeder streckte sich und wurde 3 Zentimeter größer. Man musste doch ein wenig blöd gewesen sein, wenn man heute daran denkt. Nicht wegen Hitler wollte ich dorthin, sondern um nicht wieder an die Front zu kommen. Man hatte eben schon zu dem Zeitpunkt genug erlebt.
Etwa drei Viertel, und darunter ich, blieben bei der Marschkompanie. Wir, die Dagebliebenen, waren in diesem Moment ein wenig enttäuscht. In Wirklichkeit aber war es mein größtes Glück. Ein paar Wochen später nämlich kam ein Offizier und die Marschkompanie musste antreten. Letzte oder einzige Söhne können sich zu einer anderen Einheit wegmelden. Eisige Stille. Drei, darunter ich, treten betroffen hervor wie arme Sünder. Aber mir war in diesem Moment alles Wurst, nur weg von diesem Himmelfahrtskommando. Die Personalien wurden festgestellt und natürlich wurde alles geprüft. Nach ein paar Wochen kamen wir alle drei zum Panzergrenadier-Ersatzbataillon 50 in Küstrin. Es war ein großer Unterschied. Bisher hatte ich lauter 19- bis 25-jährige Kameraden und nun ältere und verheiratete. Aber wir waren zufrieden, weil die Einheit in Italien in Einsatz war und wir somit nicht mehr nach Russland mussten.